Ja, man weiß, dass man chronische Schmerzen leider ein bisschen vererbt. Also wenn die Eltern chronische Schmerzen haben, ist das Risiko bei den Kindern auch hoch. Man weiß, dass wenn man ganz viel Stress hat im Leben, man auch mehr dazu neigt, chronische Schmerzen zu kriegen. Oder leider, wenn man ein Mädchen ist, kriegt man häufiger chronische Schmerzen als ein Junge. Das kann man natürlich jetzt nicht ändern, wenn man ein Mädchen ist. Aber das mit dem Stress, das kann man ändern. Und da muss man sich jemanden suchen, der einem vielleicht ein bisschen dabei hilft.